Hi, ich bin's, Sebastian, und heute gebe ich euch ein paar Tipps, wenn es darum geht, Zeit am Flughafen zu sparen. Die Zeit solltet ihr euch jetzt mal nehmen, selbst wenn ihr keine habt. Fangen wir doch mal mit dem Check-in an. Den könnt ihr nämlich schon 24 Stunden, bevor es überhaupt losgeht, vornehmen. Das heißt, ihr müsst euch dann am Tag des Abfluges nicht mit 1000 anderen Menschen in eine Schlange einreihen. Das spart jede Menge Zeit. Ein weiterer Faktor, um Zeit zu sparen, ist tatsächlich, sich den QR-Code zu screenshotten und ihn dann in den Sperrbildschirm zu laden. So habt ihr ihn direkt parat, wenn ihr das Handy nur antippt. Für den Security-Check kann ich euch nur raten, befreit euch von allem Metallischen bei euch am Körper. Es gibt mittlerweile sogar Gürtel mit Holz- oder Plastikschnalle. Des Weiteren, alles was mit Elektronik zu tun hat, Laptop, Mobiltelefone, rauslegen, aufs Band legen, durchgehen. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, man glaubt jeden Flughafen zu kennen, weil sie doch irgendwie gleich aussehen? Ist aber gar nicht so. Am Ende des Tages empfiehlt es sich daher, sich vorher zu erkundigen, zu welchem Terminal muss ich und wo muss ich eigentlich abbiegen, um das richtige Gate zu erreichen. Wenn ihr dann gelandet seid und einen Mietwagen braucht, habt ihr auch hier die Möglichkeit, Zeit einzusparen, indem ihr den Mietwagen einfach vorher schon reserviert und bestellt habt. Das heißt, ihr müsst euch nur noch in der Pickup-Schlange für den Autoschlüssel anstellen, lasst euch den geben und ab geht's. Manchmal empfiehlt es sich tatsächlich, die öffentlichen Verkehrsmittel dem Taxi vorzuziehen. Ich schaue dann auf meine App, von wo fährt die Bahn, wie lange braucht sie und vor allem bin ich pünktlich dort, wo ich sein will. Tja, die Zeit ist ja sprichwörtlich wie im Flug vergangen. Falls ihr noch ein paar Tipps für mich habt, schreibt das gerne in die Kommentare und ansonsten lasst mir ein Like da.